Willkommen zurück bei der Sinking City. Wir sind da gerade dabei, bei alles, was glitzert. Bei dem heruntergekommenen Mietshaus, das wir uns dann hinarbeiten. So. Turn around, Salvation Road. Yes. Wird ja. Es wird ja. Der ganze Ramsch, was hier im Weg steht, ey, sag's euch. Ah, je. So. You're kidding me. Wollte das mal eine Katze sein, ha? Okay. Was, das ist auf der Seite irgendwo? Oh, komm mal. This is now a pizza. Wow. Das sind zwei, das ist aber Maule, Maule, ey. Tschüss. Ja, doch. Jetzt eigentlich so, du Drecksvieh, ey. Sag mal los. Wie mich das nervt. Ey, Karamba, ey. Wir wollten es jetzt wissen, ey. Da, den werden wir auch nie verwenden. Nehmen wir auch. So. Holy shit, ey. So. Okay, mal völlig falsch hier. Ah. Wahnsinn, also das war jetzt unüberraschend. So, wer ist jetzt unser Haus hier, ha? Come on. Ja, okay, da könnte man drüber kommen. Da könnte man drüber. Ei. Jawohl, voll magaziniert. Gut. Ja, ich glaube, das ist das heruntergekommene Haus. Ja, was?
Nein, du nicht. Okay. I'm curious. Da geht's auch nicht weiter. Okay, eine sehr komische Action hier. Ah. Da. Aha. Ja, ist ja gut. Boah, Alter, aber so wenig, wie es einem die Optik verdreht, ey. Ist echt übel. Ein Ohrring. Ein bisschen Munition. So. Wie viel Schaden nehme ich? Cool. Ich habe keine Leben. Aha. Ist das Tranquilizer? Scheiße. Den brauchen wir jetzt. Gut. Bin mal wieder raus hier. So. Computerspiellogik. Einfach auf irgendwas, selbst wenn es völlig unförmig ist, draufspringen. Hauptsache die Höhe ist nicht so hoch. Dann tut man sich nicht so weh. So. Das nächste im Repertoire ist Familienerbstück. Ja, okay. Die Aale. Holy shit.
Advent Süd. Advent, Advent. Oh mein Gott, das ist genau dasselbe hier. Sicher als Infected Area. Und wie üblich abspeichern. Sammelt es. Ja. So. Und da geht's schon los. Der Bereich hier. Dann muss ich hier irgendwo. Oh, fuck. Headshot ist Headshot, also nicht auf das Glibber-Ding in der Mitte, sondern Headshotten. Okay, hab's verstanden. So. Schaut verdächtig aus hier. So. Das sieht eindeutig verdächtig aus. Noch Magazinen hier. First Aid. Oh je. Equalizer. Okay. Aha. Echt? An derselben Stelle? Brauche ich nichts. Okay. Die Musik, ey, die Musik, ich sag's euch. Okay. Münzen. Hast du das Spiel nicht gemerkt gerade oder was? Hä? Creepy. Creepy, creepy. Einem geschenkten Gaul. Baut man nicht. Da. Ah, und ich bin wieder raus. Tschüssi. So. Etwas wie Menschen. So.
And there is the next one. So, das nächste ist dann in aber seit mal wieder. Echt jetzt. Aha, diesmal nicht. Diesmal nicht. Um einfach mal innehalten. Schauen, hey, um was geht's? Oh. Oh. Wieso ist die Old Church Road zu? Hä? Wieso? Wieso macht sie das? Ey, 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 ey. Schade. Da haben wir. Ne, da haben wir nichts. Okay. Dran vorbeigelaufen. Nichtsdestotrotz glaube ich hier keinem. Alter, ja, wir gehen uns hier extra nieder. Naja. Wie man halt hier auf Fat Sanity verliert, ey. Wenn man diese Wand. Jetzt. Danke für nichts, ey. Lül. Einfach mal Medikamente reinpfeifen. Warum denn nicht hier in dem Spiel? Oje, oje. Hier, hier bin ich. Hier. Alter, mach mich narrisch. Okay, Mann. Vergessen, dass der da liegt. Was ich definitiv tun werde, wahrscheinlich. Detektiv halt nicht springen kann.
Da drüben. Ach, da drüben. Okay. Das Spiel ist von sich selbst verwirrt, wie mir scheint. Wie ein Mann genommen die Schläge. So. Da. Wieder nicht verwendet. Hier übel. Die Frage ist, wie kommt man da rüber? Ach komm schon, Spiel manchmal echt. Wie man halt einfach Schaden bekommt, ey. Okay, besser. Immer auf der anderen Seite, das ist eigentlich nicht schlecht, weil richtig fett verwirrend baut. Der ganze Spaß hier. So. Ach, hier haben wir noch was. Ja, I knew it. Wenn wir eine mit der Schrotflinte rennen. Immer hier. Eine Kette. Aha, da liegt einer. Und nachladen. Okay, dann. Oh. Interessant, interessant, interessant hier. Nehmen wir das hier. So. Schießpulver. Nehmen wir alles mit. Hey, alles. Ausrüsten hier. So. Wieder ein Alkohol. Wichtig, wichtig, wichtig. So. Eigentlich ziemlich übel. Gehst in der Haus wieder rein, fette Bärenfalle drin. So. Das war schön abgelegen. Das nächste wird ein weiterer Spaziergang. Ich glaube, es ist ironisch gemeint. Und Wetten werden angenommen, aber ich traue mich, ich traue mich wetten. Es wird wieder in ein verseuchtes Gebiet geschickt. So. Och nö. Wieso? Willkommen bei der Sinking City, der Laufsimulator, der uns quer durch die ganze Stadt schickt.
Jeder Winkel wird hier besucht. So, und in diesem Fall Grimhaven Bay. Grimhaven Bay. Da haben wir sogar zwei dann. Großmal und ein weiterer Spaziergang. Speichern. Ist halt so wie das Amen im Gebet, ey. Ja, war klar. War klar, es war so klar. Schlecht. Gut, dann probieren wir es wieder. Ich bin Optimist. Komm, schau ums Eck. Schau ums Eck, du Vieh. Ah. So, mit mir nicht. Okay. Können wir nachmagazinieren hier. Das ist ein bisschen was. Nicht mehr tragen. So. Ziemliches Labyrinth hier, muss man schon sagen. Ja, doppelt hält besser. Ha. Da. Shit, wie viel?
versteckte Wände gibt's hier. So, das ist jetzt gerade ein Fehler. Weg. Okay. Oh. Passt nicht creepy, ey. So. Ein Ritualdolch, nimm eine Puppe, Suppi. Weg. Aber brav. Brav, Spiel. Wir sind ausnahmsweise nicht ins verseuchte Gebiet geschickt worden. Fähigkeiten. So, machen wir mal, wie das letzte Mal vorprognostiziert. Und dann wäre kommen die dran. Was gibt's da? So, Spaziergang ist durch. Next ist Großmaul. Großmaul haben wir hier schon auch auf der Karte hier markiert. Das ist nämlich hier unten. Die schämen sich schon so, sie fallen durch den Boden, die NPCs. Dafür müssen wir da wieder mal ins Infested Gebiet. Oder? Ich bin raus. Tschüssi, tschüssi. Apropos, ich habe noch fehlende Leben. Komm ich gerade drauf. Are you serious? Die laufen mal nach. Okay, sie lernen dazu. Okay, dann nicht. So. Ich verschwende sicher jetzt keine Munition vor einem anderen Kampf, ey. Wenn ich hier rein muss. Und zwar dann hier rüber. Die Frage ist das, wie würde ich hier wieder rauskommen, ey. Ich würde hier nicht rauskommen dieses Mal. Es ist schlecht. Schade. Wir haben Shotgun in your face oder was auch immer das sein sollte. Da. Die wichtigste Waffe im ganzen Spiel.
Brauchst wieder Kugeln. So. Ja, ich lasse es einfach mal so. Bauen wir dann was nach, wenn ich es brauche. So. Ist es hier? Die fetten Viecher werden immer mehr. Hier irgendwie, muss man trotzdem sagen. Okay. Wieder so eigentlich so ein Hinterhof, fällt mir gerade auf. Oh, im Ernst? Lel. In dem Fall rüste ich mir jetzt schon natürlich wieder ganz aus. Das Kind braucht es ja ein bisschen Respond, der Spaß. So. Also muss ich so woanders raus. Praktisch, praktisch. So. Das waren, ich glaube, zwei schnelle. Nice. Nice, nice. Also die Musik macht eigentlich das meiste, will ich jetzt nicht sagen, aber schon sehr viel von der Stimmung hier aus. So, wir haben eine argwöhnische Nachbarschaft. Das ist jetzt wieder mal extra, extra, extra. Karte. Blödsinn. In Reed High. Gehen wir einfach gleich auf die Karte hier. Reed High. Retire. Nee. Argwöhnische Nachbarschaft. Cool. Dann nehmen wir mal Retire Süd. Wie üblich gesammelt, das nervt mir. So, muss ich jetzt draufklicken, sorry. So, Read High. Richtung. Bin ich richtig? Yes. So. Mal die Kurve auslaufen hier. Okay, keine, aber nur eine wüste Geschichte hier, so. Wie zerstört kann eigentlich eine Stadt sein schon, ey. Achso, ist es. So hart verdächtig aus schon eigentlich, dass es das sein muss. Ja, ich meine, geschweige denn, dass wir hier das Zeichen haben. Aber. Our friend, the Pumpgun. Haha, da geben sie uns schon die Pumpgun. Das. Und laufen, laufen, laufen. Aha. Hoch und du kommst nicht runter. Hehe. Da. Ja.
Wie kriegen sowas? Ah, Junge. Da hängt einer und es ist komplett egal schon. Ich bin ja immer ein Detektiv trotzdem. Wenn das Foto nichts bringt, aber es muss gefotografiert werden. So ein schönes Bild. So. Das Protokoll, das Vieh ist noch immer nicht tot. Eigentlich ziemlich interessant, weil es so ein bisschen verschoben aufgebaut ist, das Ding. Der Schmuck. Wo ist der Schmuck? Okay, ich hab's gestern um Nacht noch nicht eingesammelt. Die rote Tür, da geht's nicht weiter. Alles nö. Wo könnte das Teil sein? Das ist wieder eine Schatulle oder sowas. Ach! Armreif, da ist er! Da ist er ja. So. Ja, stellt da eigentlich diese Kisten rein hier. Da. Alter, Nebel, keine Sau da. Das ist immer gruselig, ja? Gut, dann habe ich den dann doch mit dem letzten Schuss vielleicht irgendwie eliminiert? Oder so? Irgendwie ein bisschen dubios. Aber okay. Gut, dann machen wir jetzt kurioses Sammlerstück eines Reichen. Irgendein reicher Kerl hat damit angegeben, ein seltsames Schmuckstück von einem Fischer erworben zu haben. Der reiche Kerl ist bei der Flut umgekommen, daher müssen sich die Fischmenschen jetzt wohl einen anderen Informanten suchen. Dennoch, das Gold muss gefunden werden. Ballbridge Road zwischen der Bullock Street und der Windhoff Avenue im nördlichen Teil des Bezirks Old Grove. Whoop.
So ein dichter Nebel. In jedem Spiel eine Freude für einen Sniper. Sieht man genau nichts, ey. Ist es nicht eigentlich schön, wie so ein Lampenschirm in so einer Telefonzelle drin hängt? Mach das mal heute, ist sicher irgendein Vandale unterwegs. Ja, ist gleich wieder zerlegt. Aber ja. Auf. Die Straße, nach der ich suche. Hallo. Eindeutig das Reichviertel hier, so. Sag gut aus. Fangen wir mit der leichten Knarre an hier. Oje. Oh, der Riesennotiz. Bist du da? Hier ist es so kalt, dass ich kaum den Stift halten kann. Sag meinem Freund, dass sie zurückkommen soll. Sie scheinen Angst bekommen zu haben. Was habe ich denn getan? Ich habe mich doch nur zu Wort gemeldet. Das ist schlecht. Düster wird's. In your face. So. Oh, da habt's gefressen. Das, ich möchte mal kurz klarstellen, für das, dass ich jetzt im Klos gekommen war mit zwei von diesen Drecksviechern, keinen Lebensschaden bekommen habe, ey. Das war eindeutig die eine Revolverkugel, ja? Die hat's ausgemacht. Eieieiei. Und wie es da dunkel geworden ist gleich. So. Ja, wo bist denn du? Ich höre dich doch ganz genau. Ach, nö. Okay.
Gibt's da einen Keller? Natürlich gibt's da einen Keller. Jetzt auch noch eine Etage darunter. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Meine Spekulation ist, dass da wieder nichts ist im Keller. Ja, das da oben hat ausgeschaut wie so ein Bild. Ein Gruselbild, wo irgendein Scheiß dahinter wartet gleich. Damit ihr mich schrecken könnt. So. Das ist meine Theorie. So. Haben wir was. Den bauen wir auch gleich noch aus. So. Wenn wir schon neben einem großen Koffer stehen, ja? Warum wird es da manchmal so ultra dunkel, ey? Das ist so. Schaden, aber irgendwie. Ah, jetzt geht's. Warum geht das? Ist das vorher nicht gegangen? Das ist ein Hack. Die ganze Zeit gedrückt, ey. Muss ich mit dem ums Eck dann gehen, so, ha? Ah, jetzt. Oh, Sack, ey. Ja, komm schon, so. Ich klingel mal an hier, da. Oh, teure Kugel, ich weiß. Aber das war, die war es mir wert. Die war es mir wert. Eine bugverursachende Mistkreatur da, ey. So. Schnalle. Fall abgeschlossen. Ey, im Ernst? Dann. Machen wir diesen hier. Und weil heilen sicher einmal ist kein Mal, kann ich mehr tragen, weil es nur Federn sind. Trotzdem Gruselton, echt erstaunlich. Aber ja. Das ist natürlich vorzüglich, da wandern alle aus, juhu, hin. Schade, schade. Ah, es hat sich erhöht auf 2000 schon jetzt. Das ist natürlich bitter, ey. So. Spurlos verschwunden. Das war aber, somit haben wir die Mission all aus den Tiefen und sowas. Also nicht die Mission. Was sie nicht geheißen. Oh ja. Es wird immer mehr und aktives wird immer weniger. Was eigentlich recht nice ist. Und somit marschieren wir für die finale Sidequest, ja. Ins beste Gebiet ever von einem Horrorspiel. In der Irrenanstalt. Was soll schon passieren?
immer nach links ab. Das Haus kennen wir auch gut. Ah, aber die Affentrophäe da habe ich noch nie bemerkt gehabt, muss ich gestehen. Sehr imposant, sehr imposant. So. Und hier haben wir Irrenanstalt. Eindeutig so ein Irrenanstaltstor. Irgendwie. Also die schauen irgendwie alle ähnlich aus, finde ich. Das wird ich kurz machen noch. Kontrolle. Nicht so, dass wir das brauchen würden, aber hey. Tatsächlich entspannte Musik wieder eigentlich. Auch wenn es mysterious ist. Willkommen in der Irrenanstalt von Oakmont. Ich bin Dr. Palmer. Was führt Sie hierher? Charles Reed, Privatdetektiv. Ich suche eine Patientin von Ihnen. Emily Tucker. Tut mir leid, Mr. Reed, aber Sie müssen sich irren. Wir haben keine Patientin mit diesem Namen. Allerdings sind Sie nicht der Erste, der nach ihr fragt. Kennen Sie zufällig einen Mann namens Jacob Tucker? Das tue ich. Er beauftragte mich damit, seine Schwester zu finden. Ist das ein Problem? Nein, natürlich nicht. Aber ich kann Ihnen nur sagen, was ich ihm auch schon gesagt habe. Emily ist nicht hier. Ich wünsche Ihnen bei der Suche viel Glück. Dürfte ich einen Blick in Ihre Krankenakten werfen? Vielleicht wird Emily ja irrtümlich unter falschem Namen geführt. Als Gentleman haben Sie sicher Verständnis für die ärztliche Schweigepflicht. Unsere Akten sind unter Verschluss, aber unterhalten Sie sich ruhig mit den Patienten. Wir haben nichts zu verbergen. Passen Sie auf sich auf. Kann ich dich erschießen, eigentlich? Mit der Innenanstalt, werte Kollegen, Patienten, seit der Flut werden Teile der Innenanstalt renoviert. Es dauert seine Zeit und wir hoffen, dass einige der beschädigten Räume in absehbarer Zeit wieder genutzt werden können. Es ist jedoch nach wie vor ungewiss, ob die Gesamteinrichtung wieder im Stand zu setzen werden kann. Ich bitte Sie um Geduld und hoffe, dass Sie all jene Freunde und Verwandte Ihren Dank erweisen. Regelmäßig herkommen und tatkräftig bei der Renovierung mithelfen. Dr. Robert Palmer. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Schaust doch auch irgendwie creepy aus, hä? Alle schauen hier irgendwie creepy aus. Ein Brummen irgendwo. Schräg. Haben Sie die Bestie nicht gesehen? Sehen Sie das auch? Ach ja, da waren wir ja schon. Genau. Konnte ich das vergessen. Patronen, Schießpulver. Yeah. Okay, okay. Keller ist clear. Keine Leichen. Zumindest keine sichtbaren. Yeah.
Können Sie mir vielleicht helfen? Ich suche nach dem Zimmer, in dem die Ärzte die Krankenakten aufbewahren. Akten. Akten. Zimmer. Ja, das weiß ich. Eingeschlossen mit all ihren Geheimnissen. Der Doc hatte den Schlüssel, aber jetzt nicht mehr. Moment. Haben Sie das gesehen? Was gesehen? Ach, egal. Für einen Augenblick dachte ich, ich hätte etwas in Ihrem Körper gesehen. Etwas Andersartiges. Wie dem auch sei. Was wollten Sie über den Schlüssel sagen? Schlüssel. Der Schlüssel. Edna hat ihn genommen. Wir spielen gerade Verstecken, also Edna und ich. Verstecken. Na, dann viel Glück. Werde ich nicht brauchen. Ich kann nämlich Dinge sehen, die andere nicht sehen können. Vergessen Sie nicht, das zu nähren, was Sie in sich tragen. Emily Tucker. Sagt Ihnen der Name etwas? Tucker? Tucker? Sie spielt nicht mehr mit uns. Sie hat nämlich gewonnen. Wo ist sie jetzt? Sie hat gewonnen, Mister. Gewonnen. Sie ist jetzt überall. Hm. Wie ist es hier so? Eine solch heitere Atmosphäre hätte ich hier gar nicht erwartet. Hm. Es gefällt mir, gefällt mir. Wir essen, wir schlafen, wir reden mit den Docs. Gefällt mir. Und was ist mit den Behandlungen? Hier wird nur geredet, geredet, geredet. Diese Danes nennen es Behandlung, ja. Puh. Reden ist und bleibt reden. Aber zumindest geht es Ihnen hier gut. Passen Sie auf sich auf. Die Tür... Das sind Patienten. Gib nicht nach. Mein Kopf. Die Tür gibt nicht nach. Gieße mich. Nicht nur meine Blätter an. Niemand zu Hause. Einer da. Alles ist gut. Das Ende ist nah. Und dann beginnt wieder alles von vorn. Das Unten gelangt empor. Schön. Die Saat ist gesät. Ja, schön. Hören Sie das? Okay. Passen Sie auf Ihre Sachen auf. Manche der Patienten hier haben lange Finger. Ich habe etwas verloren. Seltsam. Die Dosen sehen benutzt aus, aber das Fleisch riecht frisch. Hm. Die Tür gibt nicht nach. Oh, I have a bad feeling again. Kann aber schwerer Anfall von Schizophrenie stets mit Abwehrhaltung aggressiv halten. Von der Flug, gelingt es euch Anfälle, halten so ein. Dadurch, dass die Analysandin das Dunkle angenommen hat, hat sie es zwar nicht in Licht gewandelt, aber doch ein Licht entzündet, welches die Finsternis des Inneren erhellt. Die Archetypen und das kollektive Unbewusste. Von Carl G. Jung. Komisch. Das Veröffentlichungsdatum wurde entfernt. Skalpelle, Drähte für Elektroschocks, Kraniotomiebohrer. Alles bedeckt mit einer dicken Schimmelschicht.
Die Tür gibt nicht nach. Ich muss in das Zimmer, in dem die Ärzte die Krankenakten aufbewahren. Können Sie mir vielleicht helfen? Ah, ja. Edna kennt dieses Zimmer. Da kann man sich gut verstecken. Das Zimmer ist doch sicher abgeschlossen, oder? Wie können Sie sich darin verstecken? Edna hat den Schlüssel. Dieses glänzende, wertvolle Ding. Edna, würden Sie mir den Schlüssel leihen? Hä? Sicher nicht umsonst. Aber wenn der Mann Edna etwas anderes bringt, das so schön glänzt. Edna hat Bum-Bum gefunden, ist aber leer. Gibt der Mann Edna Bum-Kugeln? Sie wollen Patronen haben, nicht wahr? Ja, der Mann hat recht. Glänzende Bum-Kugeln. Haben Sie welche? Haben Sie welche? Patronen sind gefährlich. Ich bringe Ihnen etwas Besseres, okay? Edna wird warten. Für unsere Lydia. In Liebe, deine Familie. Ich hoffe, der Armreif wird Edna gefallen. Glänzen tut er jedenfalls. Da, da, da. Jetzt finde ich nett, dass so in der Nähe die Lösungen dann sind gleich. War hier jemals eine Frau namens Emily untergebracht? Ah, das hübsche Ding, das gewonnen hat. Die hübsche Emily. Sie war immer bei Edna, wenn sie traurig war. Wo ist sie jetzt? Hier, in der Küche. Sie versteckt sich sogar noch besser als Edna. Sie macht sich ganz klein und versteckt sich drinnen. Oh mein Gott. Ist sie verwurstet worden? Schauen Sie, was ich hier habe. Einen schönen, glänzenden Armreif. Wollen wir tauschen? Ja, ja. Edna will den glänzenden Armreif haben. Und der Mann kann den Schlüssel haben. Edna freut sich. Ja. Wiedersehen. Müssen wir Ihnen mitteilen, dass die Firma Win & Co. lange Zeit der wichtigste Lieferant der Stadt Oakmont für medizinische Einrichtungen ihre Pforten schließen muss. Bei Flut sind unsere Geschäftsräume im Bezirk nicht mehr benutzbar. Wir bitten alle unsere Kundenfirmen um Entschuldigung und hoffen, dass sie ihre Belegschaft und Patienten anderweitig versorgen können. Einer?
befürchte Schlimmstes. Ich befürchte Schlimmstes. Fürchte Schlimmes. Medizinische Einrichtung. Krankenakte. Probieren wir es einmal im St. Mary's, hm? Wenn man da noch was suchen könnte, vielleicht. Und abspeichern, wie üblich. Ah, da tatsächlich. Okay. Und würde mal sagen. Liefer. Ach so. Das ist jetzt new. Lieferant. Würde mal sagen. Weiter nach der Flut. Und District. Grimhaven Bay. Ich würde mal sagen, das ist das Einzige, was so als Erstes mir ins Auge springt. Cool. Fabrik Winner & Co. Winner & Co. Gründungsdatum 7. August 1903. Gründer Wilson Bigelow. Geschäftsform Privatunternehmen. Adresse Privacy Street nahe der Klim Bay Street im östlichen Teil des Bezirks Grimhaven Bay. Tätigkeitsfeld Fleischverarbeitung. Ich glaube, man sieht schon, wo die Reise hingeht. Grauslich, 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 grauslich. Fallmappe. Grimhaven Bay. Grimhaven Bay. Klim Bay, Klim Bay, Klim Bay, Klim Bay, Klim Bay, Klim Bay. Private Street. Nähe Klim Bay Street. Also ich würde mal sagen, hier drin, die werden wir auf das große Gebäude. Gut. Dann Sie. Stark, dass da nicht irgendein verseuchtes Gebiet daherkommt. Das wäre schlecht. Das hätte jetzt gar keine Lust. Thank you.
Nehmen wir natürlich auch mit, aber es ist nichts drin. Sehr schön. Ein Warehouse. Oh, nehmen wir das, hä? Wozu braucht man an einem Ort wie diesem Krankenhausvorhänge und einen Rollstuhl? Hui. Ja. Ich meine, ist ja nicht so, dass man es schon gewusst hätte, aber ey. Ich glaube, solche Dosen habe ich in der Irrenanstalt gesehen. Vielleicht wurde diese Fabrik ja gar nicht stillgelegt. Eine Bestattungsurne ist nicht unbedingt etwas, das man in einer Konservenfabrik erwartet. Ich bete dafür, dass Kauil diesen armen Seelen gnädig ist. Ich selbst habe keine Gnade verdient. Okay. Ja. Der Tisch ist voll mit alten Blutflecken. Er wurde oft benutzt. Hit first. So, dann gleich mal. Ui. E.T. Irrenanstalt von Oakmont. Könnte das Emily Tucker heißen? S.M. Irrenanstalt von Oakmont. Dr. Lydia Calloway. Irrenanstalt von Oakmont. Liegen einfach mal fett solche Karten rum. Das Brief von Dr. Palmer. Sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für Ihr Zusehen. Mit den Proben. Allerdings muss ich Ihnen mitteilen, dass wir mittlerweile auf andere Behandlungsmethoden setzen. Wir würden Sie sehr zu schätzen wissen, wenn Sie uns stattdessen Lebensmittel zukommen lassen würden, da unsere Hütten Vorräte zu nahe gehen und wir mittlerweile keine Lieferanten mehr für die Anstalt haben. Bitte lassen Sie es mich wissen, ob Sie uns helfen können. Hochachtungsvoll, Dr. Robert Palmer. Zurück an den Absender. Niemals würde ich sie belästigen, wenn wir nicht in einer solch prekären Notlage wären. Glücklicherweise durchleben wir derzeit schwere Zeiten und bereits seit mehreren Monaten droht die Belegschaft und den Patienten der Innenanstalt der Hungertod. Aus diesem Grund bitte ich Sie hiermit inständig um eine Spende. Auf dem Zettel steht, du hast gewonnen. Zurück an den Absender. Brief an Mr. Swartmorton, sehr geehrter, niemals würde ich Sie belästigen, wenn wir nicht in einer solch prekären Notlage wären. Die Belegschaft und der Patient droht der Hungertod. Als Chefarzt bleibt mir nun nichts mehr anderes übrig, als das Schicksal der Anstalt in Ihre Hände zu legen. Ich appelliere an Ihre Großzügigkeit als Oberhaupt einer der großen Familien von Oakmont und hoffe, dass Sie etwas für uns erübrigen können. Ui, 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 ui.
Die Prinzessin stach sich beim Spinnen in den Finger und fiel in einen 100-jährigen Schlaf. Dornröschen. In der Flasche befindet sich fast kein Morphium mehr. Gib uns, Kaoil, denn wir haben gesündigt. Wenigstens halten wir damit ein oder zwei Wochen länger durch. So, Ruhe in Frieden, liebes Kind. Das hast du gut gemacht. Die Prinzessin stach sich beim Spinnen in den Finger und fiel in einen 100-jährigen Schlaf. Schlaf jetzt ein, meine Liebe. Dann schauen wir uns das mal an. Okay, würde man sagen, das ist die Prinzessin eins. Stach sich beim Spinnen in den Finger und fiel in einen 100-jährigen Schlaf. Das hast du gut gemacht. Dann ist sie da. Vergib uns, Kaoil. Denn wir haben gesündigt. Bearbeitet worden. Wenigstens halten wir damit ein oder zwei Wochen länger durch. So, Ruhe und Frieden, liebes Kind. Wie schrecklich. Emily wurde betäubt, getötet und dann zu Dosenfleisch für die Irrenanstalt verarbeitet. Der klägliche Rest ist in einer Urne gelandet. Alle Hinweise gefunden, das wollte ich hier lesen. So. War da noch Looting technisch nicht wirklich was, ja. Gut, dann marschieren wir hier wieder raus. Endlich der scheiß Nebel weg. Ja, ist halt, wow. Das ist schon, eben wie gesagt, die Nebenmissionen sind schon richtig harter Tobak, ey. Sind eigentlich übler als wie die Main Story, finde ich, ja. Denn sie ist nicht einfach nur gut gegen böse, sondern sie zeigen so ein bisschen oft den Wahnsinn und das Elend eigentlich. Und so die Not ihrer Anstalt, sie haben halt absolut nichts mehr zu essen. Und dann fange ich es mit Kannibalismus an, ja, ob man das wirklich machen wird. Ich würde mal nein sagen, aber. Wenn man es nicht weiß. Ja, so ekelhaft das klingt. Kommst das ja nicht mit. Ja, selbst. Und wir haben hier einen Wissenspunkt wieder. Tada! Oder Genauigkeit, Maschinenpistole. Ah. War eben wie geplant. So. Dann. Zurück zur Polizei, hätte ich gesagt.
speichern wir ab hier. So. Mr. Tucker, ich weiß jetzt, was mit Emily passiert ist. Kaul segne sie. Wo ist sie? Lügen, es gab einen Zwischenfall oder Emily wurde gegessen. Ja, wir sind ehrlich. Es ist Wahnsinn, aber... Es tut mir leid, Jacob. Sie ist tot. Die Belegschaft und Patienten der Irrenanstalt haben sie getötet und dann gegessen. Was? Nein, nein, das kann nicht sein. Leider ist es die Wahrheit. Der Hunger plagte sie und ihnen blieb nichts anderes übrig, als Menschenfleisch zu essen. Emily gehörte leider zu denen, die es erwischt hat. Wenn mir das jemand anderes erzählen würde, würde ich es nicht glauben. Aber ich weiß um ihren guten Ruf als Privatdetektiv. Mr. Reed, hier, für ihre Mühen. Mir ist alles egal. Sie war alles, was ich noch hatte. Spurlos verschwunden. Ja, traurig. Traurig, traurig, traurig. Da. Ah, gut, hat noch gut Ding gegeben. Der letzte Schritt. Aber ich glaube, hier ist ein guter Moment für einen Cut. Dann sage ich mal, bis demnächst.